darf Ihnen auch im Namen von Frau Professor Julia Budka eben heute präsentieren, wie wir uns in der Verbesserung der Lehre engagieren. Wir sind, das ist vielen unter Ihnen hier natürlich bekannt, mit zwei Projekten in auch Förderprogrammen verankert. Zum einen eben das Multiplikatorenprojekt, wo wir seit 2016 dabei sind und mittlerweile in der dritten Runde und darüber hinaus eben auch mit einem E-Learning-Projekt bei lehre@lmu seit 2017. Frau Professor Budka, grüßt Sie ganz herzlich, kann heute leider nicht hier sein, andernfalls hätten wir diesen Vortrag eben auch gemeinschaftlich bestritten. Sie hat eine andere Veranstaltung, ein experimental-archäologisches Projekt, wo es darum geht, herauszufinden, mit welchen Materialien man in der Antike gekocht hat. Und zu diesem Zweck musste sie heute früh nach Wien fahren mit dem Kofferraum voller Eselsdung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber sie lässt ihn ganz herzlich grüßen. Frau Professor Arnold hat eine fantastische Überleitung geschaffen mit dem Stichwort Play. Das sagt, zeigt Ihnen ja der Titel auch schon, darum soll es eben auch gehen. Und in der Tat möchte ich Ihnen jetzt ein Zoom-in bieten, also nachdem wir jetzt einen Blick auf das große Ganze präsentiert bekommen haben, möchte ich Ihnen einfach zeigen, welche Erfahrungen wir einfach gemacht haben mit der Etablierung von Tools für die Verbesserung der Lehre, welche Ausgangssituation wir hatten, wie wir vorgegangen sind, wie wir im Grunde unsere Ziele auch operationalisiert haben, mit welchen Partnern wir zusammengearbeitet haben. Und hoffe, dass wir Ihnen eine Reihe von Anknüpfungspunkten auch zum Beispiel für diese Diskussion bieten können. Also es gibt eine ganze Reihe von Stichwörtern, die eine Rolle spielen werden, die schon gestern Abend in der Diskussion oder auch hier im Gespräch gefallen sind. Lernspiele, die Einbindung von Studierenden bei der Erstellung von Inhalten, Lehrinhalten. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Stichwort, also wie kann ich das, was ich entwickelt habe, eben auch verstetigen. Das soll es alles eben zur Sprache kommen und wir bieten Ihnen im Grunde einen genauen Einblick, wie wir das versucht haben umzusetzen oder versuchen werden umzusetzen, denn dann sind wir natürlich noch mittendrin. Ich werde deswegen tatsächlich auch anfangen mit den Anfängen, also dem Multiplikatorenprojekt und Ihnen dann zeigen, wie wir einfach in einer zweiten Phase dieses weitergeführt haben und Ihnen auch zeigen, was wir noch machen wollen in Zukunft. Aber zunächst die Ausgangslage. Womit wir umgehen müssen, sind im Grunde Herausforderungen, die symptomatisch für kleine Fächer sind. Orchideenfächer, also mit wenigen Hauptfachstudierenden und seit Bologna eben auch mit einer großen Masse von Nebenfachstudierenden. Die Ägyptologie ist ein ausgesprochenes Lernfach. Das heißt, unser Untersuchungsgegenstand, der beschränkt sich zwar auf das alte Ägypten, aber das ist ein Zeitraum von über 5000 Jahren. Das ist, denke ich, schon recht außergewöhnlich, auch verglichen mit anderen historischen, kulturhistorischen Disziplinen, dass es eben ein immenser Zeitraum ist. Da wir die alten Ägypter nicht mehr befragen können, sind wir eben angewiesen auf deren Hinterlassenschaften und die sind endlos und unglaublich vielfältig. Also wir gehen mit Architektur um, wir gehen mit Rundbild, mit Flachbild, wir gehen mit Texten um und so weiter und so fort und decken im Grunde auch alle Themen altägyptischer Kulturgeschichte ab in unserer Forschung und auch in der Lehre. Das heißt, die politische Geschichte, das Königtum, Schrift und Sprache, Archäologie, Alltagsleben, Sozialgeschichte, Religion, all das lehren wir und darüber forschen wir auch. Und
das eben in einer sehr begrenzten, wir müssen die grundlegenden Informationen zu all diesen Bereichen eben in einer sehr begrenzten Zeit an unsere Studierenden vermitteln. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, mit dem wir eben als ausgesprochen kleines Fach zu operieren haben, ist die Heterogenität unserer Studierenden. Also es ist natürlich auch Teil unserer Überlebensstrategie, dass wir nicht nur uns auf, in der Lehre auf die wenigen Hauptfachstudierenden in Ägyptologie und Koptologie konzentrieren, sondern wir sind eben in einer ganzen Reihe von auch breiten Nebenfächern beteiligt, wie Antike und Orient oder Sprache, Kultur, und Literatur und Kultur und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben Veranstaltungen mit sehr wenigen Teilnehmern, haben aber durchaus auch Veranstaltungen mit 60 Teilnehmern plus, mit denen wir einfach umgehen müssen. Und wir können eben, insbesondere von den den Nebenfachstudierenden, zwar ein Interesse für den Gegenstand voraussetzen, aber kein Vorwissen. Und haben Veranstaltungen, wo wir im Grunde beide Zielgruppen zusammensitzen haben. Und genau das sind die beiden Ansatzpunkte für unsere Überlegungen, wie wir unsere Lehre verbessern können. Und mit dieser Ausgangslage haben wir uns dann eben auch bei dem Multiplikatorenprojekt beworben, mit einem Vorhaben, einem Blended Learning Vorhaben, das auch so ein wenig die die Perspektive der Einzelveranstaltung, die wir im Rahmen des Curriculums anbieten, überbrücken sollte und eben die ägyptische Geschichte und Kulturgeschichte als großes Ganzes in den Blick nehmen sollte und nicht nur Einzelthemen. Unsere Idee war also, und damit haben wir uns eben auch erfolgreich beim Multiplikatorenprojekt beworben, ein Tool zu entwickeln, einen Moodle-Kurs, der für Blended Learning geeignet ist, in dem im Grunde Inhalte, die in den Einzelveranstaltungen, wie die Probedeutung, der Ringvorlesung, Einführungen, die Ägyptologie, Archäologie und so weiter, immer wieder angesprochen werden, aber wo die Dozierenden im Grunde auch nicht die Zeit haben, das immer wieder und auch wiederholend zu vertiefen, dass man das zusammenfasst und in einem seminarübergreifenden Moodle-Kurs dann aufbereitet, sodass sich die Studierenden selbsttätig dann auch gewisse Wissensdefizite einfach nachholen können und somit einfach auf der Höhe auch des Kenntnisstandes, den wir voraussetzen, bleiben können. Das ist die Grundidee und ein Eckpfeiler dieser Grundidee war es auch, dass die Inhalte, die in diesem Moodle-Kurs zu finden sind, nicht hauptsächlich von uns generiert wurden, sondern wiederum von erfahreneren Studierenden, unseren Hauptfachstudierenden, die eben auch noch einen ganz eigenen Blick mitbringen auf die Schwierigkeiten und Hürden, die Studienanfänger, mit denen sie sich einfach konfrontiert sehen. Und das war eben auch integraler Bestandteil unseres Konzeptes, das wir im Rahmen des Multiplikatorenprojektes umgesetzt haben. Genau. Das Ergebnis sah dann so aus, also ein Moodle-Kurs, der verschiedene Wissensebenen abdeckte. Das heißt, es fängt an mit ganz allgemeinen Überblicken und Einführungen. Der Kurs selbst ist auch streng chronologisch geordnet, um einfach wirklich den Blick auf diese 5000 Jahre nicht zu verlieren. Und innerhalb dieser Epochen werden dann verschiedene Informationen, Tests, Literaturhinweise, Foren zur Diskussion von Fragen angeboten für die Studierenden, die dann im Grunde auch voraussetzungslos sich diesem Thema damit zuwenden können. Dabei bietet Moodle eben viele Möglichkeiten, die
ein klassisches Buch nicht bietet. Insbesondere das Glossar ist da zu nennen, das sehr umfänglich ist, in dem also Schlüsselwörter, Fachbegriffe einfach erklärt werden. Und im Gegensatz zu einem Buch sucht der Moodle selbst diese Wörter im Text und man braucht dann nur noch draufklicken und schon wird es erklärt. Das ist eben auch eines, wenn wir über Mehrwert reden, etwas, was eben ein Buch so in der Kürze nicht bieten kann. Genau. Um aber auch die Bedürfnisse unserer Hauptfachstudierenden zu bedienen oder vertiefendere Informationen auch zu liefern zu Schlüsselthemen der altägyptischen Geschichte, wurden auch entsprechende Vertiefungsthemen generiert von den Studierenden, die dann wiederum stufenweise mal mehr, mal weniger Informationen zu einem Thema, hier zum Beispiel zu einem Objekt, dem Palermo-Stein, der sehr wichtig für die Chronologie der altägyptischen Geschichte ist, präsentiert werden. Je nachdem, wie viel Information man braucht, kann man sich dann eben da dann durchklicken und diese Informationen lesen. Und das Ganze, und das ist wieder ein Vorteil zum Buch, das Textverständnis wird dann gleich abgefragt. Ja, also hat er sich nur durchgeklickt, der Studierende, oder hat er wirklich gelesen, das merkt er dann selbst schnell durch eine automatisierte Abfrage, in dem dann eben das Wissen abgefragt wird. Genau. Was fehlte uns? Was uns fehlte, oder sagen wir so, womit wir zu kämpfen hatten, und das wurde, und das ist offenbar systematisch, denn das wurde auch gestern schon angesprochen, das ist die schwankende Akzeptanz des zusätzlichen Angebotes. Weil auch hier ist es so, dass das Ganze, dass man dafür eben bislang keine ECTS-Punkte bekommt, wenn man das sich durchliest. Es hilft den Studierenden natürlich, um bessere Ergebnisse in der Klausur zu erzielen, aber das zu vermitteln, ist eine Aufgabe für sich. Also, was ich eben auch als einen wichtigen Punkt, was wir als einen wichtigen Punkt ansehen würden. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Studierende zu motivieren, sich dieses Wissen anzueignen und, was auch ganz wichtig ist, die Abfrage, ob dieses Wissen tatsächlich dann verankert ist, ist etwas, was eben in unserer ursprünglichen Konzeption noch nicht im Fokus stand. Und das war dann unsere Motivation, um ein Projekt auch im Rahmen von Lehre@LMU umzusetzen, das aber eng verknüpft mit dem ursprünglichen Multiplikatorenprojekt ist, wie ihn offensichtlich werden wird. Also es ging im Grunde darum, Studierende zu motivieren, ihr Wissen auf spielerische Weise und mit Spaß abzuprüfen und was dann hoffentlich genügend Motivation generieren würde, dass sie das Angebot dann auch wahrnehmen. Was ich Ihnen jetzt beschreiben möchte, ist im Grunde, wie wir mit dieser Grundidee umgegangen sind, als, was die Informatik angeht, leidlich informierte Ägyptologen oder die technische Umsetzung und so weiter. Unser erster Schritt war tatsächlich, mit der IT-Gruppe Geisteswissenschaften in Kontakt zu treten, die wir sehr gut kennen, insbesondere Herrn Dr. Christian Riepel, der nämlich schon seit vielen Jahren mit der Ägyptologie zusammen Datenbanken, also vor allem IT-Lösungen für Forschungsprojekte realisiert hat. Und die IT-Gruppe hat in diesem Fall eine wichtige Mittlerrolle gespielt. Also sie ist nicht, sie ist nur zu einem Teil selbst in der technischen Umsetzung tätig geworden. Sie hat uns aber einen Kontakt vermittelt, nämlich zu Professor François Brie, der gestern auch schon mehrfach erwähnt wurde und auch seine Plattform Backstage, auf die ich auch jetzt noch im Detail oder etwas detaillierter eingehen werde, und was wunderbar im Grunde an die gestrige Veranstaltung anknüpft. Diese Zusammenarbeit kam dann auch tatsächlich zustande unter dem Titel Top 5000 Jahre Ägypten lernen. Das heißt, die Fragestellung oder die Problemstellung ist immer noch dieselbe. Und jetzt ging es im Grunde darum, das spielerisch umzusetzen.
Und es war tatsächlich auch ein Verbundprojekt, zum einen bestehend aus Frau Professor Rutka und mir, aber dann eben auch zusammen mit der IT-Gruppe, mit Herrn Dr. Riedel sowie Herrn Professor Brie von der Informatik der LMU sowie seinen Mitarbeitern. Und das ist, ich denke, das ist ein ganz wichtiger qualitativer Sprung gewesen. Die Informatik hat dieses Projekt als ein gelungenes Forschungsprojekt betrachtet und auch die Mitarbeiter von Herrn Brie promovieren im Grunde über den Effekt von Learning Analytics im Einsatz von Blended Learning oder Lernspielen. Genau. Die Grundidee war eben Backstage, dieses bereits etablierte Instrument der Informatiker zu nutzen, um im Rahmen dieser Plattform Lernspiele zu entwickeln und auch bereitzustellen. Backstage selbst ist ein Instrument, das im Grunde die Grenzen zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause verwischt. In dem Sinne, als dass die Inhalte, die auf den Folien in den Vorlesungen geboten werden, im Grunde für die Studierenden sowohl im Unterricht selbst auf ihren Endgeräten nachvollziehbar ist, als auch von zu Hause dann noch nachgearbeitet werden kann. Und es geht weit darüber hinaus, das wurde gestern schon angesprochen, man kann eben in der Vorlesung selbst zum Beispiel Quizze einblenden, man kann Ab- und Umfragen starten und dieses Backstage macht es eben möglich, dass die in Echtzeit ausgewertet werden und so der Dozierende, die Dozierende in Echtzeit auch reagieren kann auf die Bedürfnisse der Studierenden. Und das ist für die Informatiker eben besonders virulent, erstens weil sie nicht eine Handvoll Studierende haben, sondern Hunderte, die sie in einer Vorlesung haben. Zum Zweiten ist die Lehre eben dort so aufgebaut, dass man die Konzepte erklärt und diese verstanden sein müssen, um dann weiter im Unterricht zu gehen. Das heißt, die Abfrage, ob das, was gerade vermittelt wurde, wirklich verstanden wurde, ist da ganz entscheidend. Dafür wurde Backstage entwickelt und jetzt auf die Bedürfnisse der Ägyptologie losgelassen und eine wichtige Voraussetzung war eben diese Implementierung der Möglichkeit, Quizze einzubauen. Das bietet Moodle in einem gewissen Rahmen natürlich auch, aber ein entscheidender Vorteil ist die Unabhängigkeit von Backstage. Das heißt, auch wenn ich Studierende habe, die nicht in der LMU eingeschrieben sind, ist das gar kein Problem, sie an die einzubinden. Es ist zwar bei Moodle an der LMU auch theoretisch möglich, aber mir ist es bislang noch nicht gelungen, meine Studierenden dort in meine Moodle-Kurse einzuschreiben, die eben nicht eingeschrieben sind. Wir haben ja eben auch Laien, wir haben Seniorenstudenten, die dann einfach denen der Zugang versperrt ist. Und das ist bei dem Backstage gar kein Problem. Gut, wie sind wir dann weitergegangen? Eine wichtige Grundlage neben dieser technischen Voraussetzung war auch, dazu komme ich gleich, das Vorhandensein von größeren Datenmengen, die wir für die Quizze einsetzen konnten, und das zeige ich Ihnen auch gleich. Und unser Vorgehen war eben so konzipiert, dass zum einen die Informatiker die Quizze generieren, zunächst recht basal, also es ging konkret darum, Denkmäler, dass man Denkmäler benennen sollte, dass man sie chronologisch einordnen sollte oder auch topografisch platzieren sollte. Also Fragen wie, wo wurde der Palermo-Stein zum Beispiel gefunden, sowas sollte eben abgefragt werden und weil es eben auch ein gelungenes Forschungsprojekt ist, bietet Backstage von vornherein auch die Möglichkeit, Daten für Learning Analytics zu sammeln. Also man kann Daten erheben über das Nutzungsverhalten der Studierenden, aber auch Rückschlüsse ziehen auf ihren Lernerfolg und diese Rückschlüsse ihnen dann eben auch automatisiert wieder zurückgeben, um ihnen einfach
und zu zeigen, wo sie tatsächlich stehen und wo sie nacharbeiten sollen. Und das ist auch ein Schwerpunkt des Projektes gegenwärtig. Genau. Grundlage war ein, für die Information, also das, was die Ägyptologie im Grunde einbringt, eine Bilddatenbank, Mudira genannt, die besteht oder umfasst mittlerweile über 41.000 Bilder ägyptischer Denkmäler vom großen Architekturkomplex bis hin zur Vase oder zum Keramikobjekt. Also eine große Bandbreite von Denkmälern, die man eben als Ägyptologe einfach kennen muss. Und das bildet eben auch die Situation sehr gut ab, mit der ein Ägyptologe einfach in der Forschung konfrontiert ist. Eine sehr große, fast unüberschaubare Fülle von Denkmälern, die man dann eben einordnen muss, und zwar schnell. Und das gehört eben auch zu unserem Handwerkszeug. Und genau das galt es eben jetzt umzusetzen. Der Vorteil war in diesem Fall wieder, dass die Datenbank selbst bereits von der IT-Gruppe Geisteswissenschaften realisiert worden war und die dann auch wichtige Hilfe leisteten bei der, beim Transfer der Metadaten, die tatsächlich schon vorhanden sind. Also es sind nicht nur Bilder, sondern es ist dann eben schon immer verzeichnet, woher kommt das Objekt, wie datiert es, wo steht es heute, aus welchem Material besteht es. All diese Metadaten, die sind in dieser Datenbank bereits vorhanden und mussten im Grunde nur noch ausgelesen werden. Und genau das hat die IT-Gruppe Geisteswissenschaften für uns gemacht. Und diese aufbereiteten Daten waren dann im Grunde die Grundlage für die Informatiker wiederum, um Quizze zu generieren. Und das ist auch das richtige Wort, denn diese Quizze wurden auf Grundlage einer breiten Datenbasis zunächst automatisch generiert. Also man hat den Computer diese Quizze erstellen lassen. Auf die Weise kamen dann über 300 Quizze zustande, aus denen dann noch einmal, und da spielt der Faktor Mensch dann doch wieder eine Rolle, also ausgelesen wurde, welche Quizze eben für Studierende, Studienanfänger besonders geeignet sind. Und diese sind eben bereits spielbar. Ich habe auch einen Computer mitgebracht, baue das dann gerne in der Pause auf, und dann können Sie selbst da mal spielen und quizzen. Genau, und es sind eben mittlerweile verschiedene Quiz-Typen möglich. Also zum einen kann man eben Denkmäler benennen, da kriegt man dann immer eine Auswahl von Möglichkeiten, man muss die richtige wählen. Man kann aber, wie Sie es hier auch sehen können, Denkmäler, man muss ihnen eine richtige Reihenfolge in eine chronologische bringen. Das ist auch schon realisiert und was eben gerade entwickelt wird, ist die topografische Einordnung von Denkmälern. Das ist eben auch ganz entscheidend. Ja, genau. Und das Schöne daran ist, aufgrund der bereits vollständig vorhandenen Metadaten kann man dann auch Abstufungen machen. Also für die Anfänger kann man sagen, es reicht die Epochenzuweisung, Mittleres Reich, Neues Reich und so weiter. Für die Fortgeschritteneren kann man dann schon nach der Dynastie fragen, es gibt immerhin 31 zur Auswahl. Und für die Experten kann man dann eben auch wirklich fragen, welcher Pharao ist denn hier wirklich zu sehen. Das heißt, Sie können hier wunderbar fein abstufen, je nach den Bedürfnissen der sehr unterschiedlichen Studierenden. Und wie ich eben schon gesagt habe, auch Laien. Und das ist eben auch die Perspektive, die wir anstreben. Geben Sie uns die Antworten bitte. Kurz. 20 Sekunden. Das ist Ramses der Zweite, Sesostris der Dritte und Thutmosis der Dritte. Genau. Ich muss Sie nicht unwissen lassen. Das heißt, 18. Dynastie, ergo Neues Reich, 19. Dynastie, Neues Reich und 12. Dynastie, Mittleres Reich. Genau. Ja, lassen Sie mich auch langsam zum Ende kommen. Was sind die Potenziale, die Probleme, die wir in diesem Vorhaben sehen? Und die für Sie dann hoffentlich auch interessant sein können.
Für uns erfüllt dieses Instrument schon einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich es stellt die Wichtigkeit des Selbstlernens im Studium wieder in den Vordergrund. Das ist etwas, was vor Bologna jedem Ägyptologie-Studierenden klar war, dass das einfach mit dazugehört, dass die Lehrveranstaltungen nicht die Gesamtheit des Wissens abdecken können, sondern dass man dann wirklich selbst sich große Mengen an Informationen aneignen muss. Und genau das wird durch dieses, auf spielerische Weise, durch diese Quizze abgeprüft und bietet den Studierenden damit Orientierung, wo sie eben nacharbeiten müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das wieder betont wird. Und das kann man eben auf Grundlage der heutigen technischen Möglichkeiten weit vorantreiben. Also man kann wirklich durch die Analyse des Lern- und Verhaltens- und Nutzungsverhaltens der Studierenden diesen wiederum ein konkretes Feedback geben, wo sie eben noch Defizite haben, was sie besser machen können, aber auch natürlich, was sie besonders gut machen. Und sie im Grunde ihr Belohnungssystem ansprechen, zum Beispiel durch Fortschrittsbalken und so weiter und so fort. Das ist ja mittlerweile ein etabliertes Konzept. Genau. Grundsätzlich ist dieses Tool, und das ist genau für mich selbst auch offensichtlich geworden, verallgemeinerbar. Das ist nichts, was auf die Ägyptologie beschränkt bleiben muss, sondern das ist etwas, was für jedes Fach interessant ist, das mit Objekten, was mit Bildern umgeht, was große Mengen von Faktenwissen im Grunde voraussetzt. Für all diese Fächer ist eben das Ganze interessant. Die Ägyptologie bot sich eben aufgrund dieser erschlagenden Komplexität und des Zeitraums, den wir eben umfassen müssen, besonders an. Und das für die Informatik selbst ist dieses Vorhaben eben auch forschungsrelevant. Also sie forschen eben auch im Bereich Learning Analytics und können mithilfe der Nutzer und des Projektes selbst da eben auch Daten gewinnen, die sie dann auswerten können, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und ihre Instrumente dadurch verbessern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht genug betonen kann. Genau. Viel Potenzial liegt sicher auch noch in der Verknüpfung zum Beispiel solcher Quizze oder in der Einbringung solcher Quizze in den Präsenzunterricht. Das muss nicht auf E-Learning-Angebote von zu Hause aus beschränkt bleiben. Das war auch der Ansatz von Professor Brie, dass er das Ganze eben auch wirklich in seinen Vorlesungen einfach machen wollte, um dann gleich zu sehen, ob das, was er gerade erzählt hat, auch wirklich verstanden wurde. Und das ist natürlich etwas, was ja auch verallgemeinerbar ist, was wir auch probieren könnten, auch wenn wir es in der Form jetzt noch nicht gemacht haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass die Umsetzung dieses Projektes nur in der Zusammenarbeit mit den Informatikern überhaupt hätte realisiert werden können. Letzte Woche habe ich einen Vortrag gehört eines Mitarbeiters vom Data Science Lab der LMU, und der betonte eben auch, dass es nicht den Data Scientist gibt, der also so halb Ägyptologe, halb Informatiker ist. Das ist etwas, was sich bislang, was zwar propagiert wurde, was aber sich bislang nicht, was nicht realistisch erscheint oder zielführend, sondern worauf es ankommt, ist eben die Zusammenarbeit zwischen Informatikern und dann den Wissenschaftler, die eben ein bestimmtes Informationen bieten, Daten bieten und bestimmte Lernziele eben mithilfe solcher Tools realisieren wollen. Und das ist im Grunde auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das heißt, Sie haben selbst gesehen, die Informatiker gewinnen aus diesem Projekt selbst sehr viel. Sie sind nicht reine Dienstleister oder Zulieferer, sondern sie können das für ihre eigene Forschung nutzen. Ja, Probleme, Herausforderungen habe ich bereits anklingen lassen, und da soll eben auch Lernspiele eingreifen, die
fluktuierende Akzeptanz von E-Learning-Angeboten, Blended-Learning-Angeboten, das Phänomen, dass die eben, man dann immer diese Peaks kurz vor der Klausur hat, aber während des Semesters das eben nur leidlich genutzt wird, das ist eben eine Herausforderung, der wir uns auch gegenwärtig noch stellen. Gut, dass das alles mit Zeit verbunden ist, die man aufwenden muss, auch gerade wenn man sich bewusst dazu entscheidet, studentische Hilfskräfte, Inhalte generieren zu lassen, das haben Sie selbst alle erfahren. Ich denke nicht, dass das unbedingt ein Problem ist. In unserem Fall ist es sogar so, dass wir auf diese Weise unseren Studierenden, unseren Hauptfachstudierenden ein sehr personalisiertes Coaching liefern. Also was können Sie besser machen, um Texte verständlich in einem gewissen sprachlichen Niveau mit entsprechender Quellenhinterfütterung aufzubereiten? Also das ist eine ganz andere Situation als jetzt in probedeutlichen Lehrveranstaltungen, wo man einfach nur schlaglichtartig aufzeigt, wie man es am besten macht, aber man dann merkt, dass die Studierenden eben Probleme haben, das umzusetzen. In dem Fall können sie es eben ausprobieren und wir geben ihnen dann direktes Feedback, was sie besser machen können. Und so war die Zeit, die wir dafür aufgewandt haben, eben auch nicht umsonst, auf keinen Fall. Genau. Was wir in Zukunft oder gegenwärtig auch anstreben, ist zum einen die Quizze, die Anzahl der Quizze zu erhöhen, um im Grunde auch für die Learning Analytics eine breitere Datenbasis zu liefern. Und eben auch die Ausweitung des Nutzerkreises, das heißt, man kann im Grunde wirklich auch über den Tellerrand der Universität hinausschauen und damit greife ich im Grunde auch das Referat von Frau Professor Arnold wieder auf. Es gibt ja hier auch ein ägyptisches Museum in München mit einem sehr breiten Interessentenkreis und für die sind zum Teil sehr kompetent, was Denkmälerkunde angeht und für die wären zum Beispiel auch eine geeignete Zielgruppe zum Beispiel für solche Quizze. Die hätten Spaß daran, das auszuprobieren und wir werden sehen, wie wir das in Zukunft real umsetzen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.